Ja, Christine Henning, guten Tag. Ich untersage Ihnen hiermit ausdrücklich, mein Wohnhaus zu fotografieren. Außer Sie sind Fan. Was macht ihr denn jetzt mit den 40 Minuten? Ja, die zusätzliche Freizeit die nächsten 2 Wochen. Deswegen machen wir doch Pause, damit ihr noch mal mehr Zeit für euch habt. Okay, ich fahre dann notgedrungen auch mal ein paar Tage weg. Ja, um Google und die Einbrecher in Ruhe arbeiten zu lassen. Sonst steht man sich bei der Hausbesichtigung nur auf den Füßen rum. Einige Bürger wollen ja allerdings Widerspruch einlegen gegen die Google-Fotos. Deren Häuser werden dann unkenntlich gemacht, damit man gleich sieht, wo sich ein Einbruch wohl richtig lohnt. Wer jetzt aber länger in Urlaub fährt, der könnte die Widerspruchsfrist verpassen. In dem Fall sollte man sein Haus lieber selber unkenntlich machen. Große Plane, Abrissbirne, Schnurrbart aufmalen. Oder ein paar völlig verwirrende Graffitis. Wie diese hier, der beiden Künstler Insa und Inki aus Glasgow, die allerdings erst als animierte GIFs ihre volle Wirkung entfalten. Gut, aber Google wird dann halt einfach hinter Wände gucken. Zum Beispiel mit einem Hightech-Rucksack, der beim Begehen von Gebäuden gleich einen 3D-Scan macht. Mit Kameras und Lasersensoren tastet das Gerät die Räume ab und reproduziert sie als virtuelles Modell. Also besser keine US-Backpacker mehr ins Land lassen. Übrigens, falls ihr spontan in Urlaub fliegt, passt bitte auf, dass ihr im Flugzeug nicht tatsächlich eure Last Minute verbringt. Da ist man ja möglicherweise giftigen Dämpfen ausgesetzt. Nein, nein, unabhängig vom Sitznachbarn. Das sind wohl Öldämpfe aus den Triebwerken der Ferienflieger. Wobei mich solche Öldämpfe in der Kabine eher beruhigen würden. Ja, heißt immerhin, dass die Triebwerke noch laufen. Nicht, dass die Klassenzimmer auch nach den Ferien leer bleiben. So wie der Classroom 2010, den Meni Hilsenrath nicht etwa fotografiert oder gemalt, sondern am Computer entworfen hat. Mit unglaublicher Detailliebe hat er einen virtuellen Klassenraum erschaffen, den man unter verschiedenen Lichtverhältnissen betrachten kann. So verlassen ist das Zimmer übrigens, weil die Kinder alle auf dem Sportplatz sind. Ja, ganze 200 tummeln sich hier und versuchen gerade, die 11 Profispieler von Athletic Bilbao vom Platz zu fegen. Erfolgversprechend sind dabei nicht nur die 3 Torhüter der Jugendmannschaft, sondern vor allem ihre überzeugende Raumaufteilung. Aber Moment, ich glaube, das war abseits. Ach hier, wenn ihr fliegt, seid nett zum Steward und den anderen Stewardessen. Man hat ja gesehen, wie blank deren Nerven liegen. Kein Wunder, wenn man ständig auf eine Saftschubse reduziert wird. Obwohl jeder weiß, dass in dem Wägelchen auch Nüsschen drin sind. Tja, dann kündigt man wie Steven Slater eben auch mal per Notrutsche. Aber auch andere Arbeitnehmer haben sich schon ziemlich ungewöhnlich aus ihrem Job verabschiedet. Oddi.com hat mal 8 besonders kreative Kündigungen zusammengestellt. Etwa die eines Programmierers, der auf die Hilfe von Super Mario zählen konnte. Einen neuen Job sucht man nach sowas dann aber besser in einem anderen Land. Und bei Expatistan kann man gleich überprüfen, ob die Lebenshaltungskosten dort höher oder niedriger sind. Der nützliche Rechner vergleicht Preise von etwa Essen, Klamotten und Wohnungen eurer Heimatstadt mit denen von Städten aus der ganzen Welt. Ich glaube, den Kurztrip nach London überlege ich mir nochmal. Das hier ist unser Zuschauer Simon und er hat uns versichert, dass sein Handzeichen bedeutet, dass er Ehrensenf super findet. Mit so einer Geste könnte er sich allerdings auch von seinem Chef verabschieden und danach untertauchen, was sowieso sein Hobby ist. Ein nicht ganz ungefährliches, wie man in dieser Infografik von Chris Rooney über Haiattacken sieht. Noch gefährdeter als Taucher sind übrigens Surfer und Schwimmer. Flugzeuge dagegen eher nicht. Ja, und noch gemeingefährlicher als Haie sind sowieso Einhörner. Zu sehen bei C.V. Moss, der die Illustrationen aus seinem bitterbösen Buch Unicorn Being a Jerk auf seiner Website veröffentlicht hat. Sie zeigen mit viel trockenem und schwarzem Humor die dunkle Seite des angeblich grundguten Fabeltiers. Viel menschenfreundlicher als erwartet ist dagegen der Sohn des Predators. Der denkt nämlich gar nicht daran, dem gerade frisch gefangenen Menschen den Rest zu geben, so wie es sein Vater von ihm erwartet. Und den macht er damit natürlich zum Gespött seiner Freunde. So, das war Ehrensenf. Ich bin urlaubsreif. Tschüss. Was? Wo ich hinfahre? Ach, ich weiß noch nicht. Irgendwohin, wo man mich kennt.